haben. Du Rudi, du weißt doch, dass bei mir daheim die Verwandtschaft da ist und dass ich da jetzt aber auch wirklich in keinem Fall da jetzt heimgehen mag. Du, das ist mir wurscht. Schwing deinen Arsch rein. Du, Rudi, Max, sollen wir nicht? Der Tank ist doch schon eigentlich leer. Da muss man doch noch tanken. Achtung, Steuerverein, wir haben jetzt eine müsste Person bei meinem Ziel und Schanzle, bitte vorbei. Also, Kim, Rudi, fahr zu, packen wir's. Ich glaube, wir haben da einen Einsatz. Sechst du den Kasten Bier davon? Ich bin jetzt noch nicht wirklich reingegangen. Du Rudi, wollen wir vielleicht nicht doch lieber woanders anfangen, also mit der Sucherei? Wir können ja gern zu deiner Verwandtschaft fahren. Na, auf geht's, Kim! Du Rudi, ich bin ein Retter in der Not. Ich meine, ich kann ja nicht einfach dieses Bier da verdunsten lassen. Ist ja schon gut. Rudolf, kippst du mal bitte? Scheiße, ist das Blut? Ich glaube, wir haben da ein Problem. Du Rudi, ich will schnell die große Puff mal aus dem Auto, weil das taugt mir jetzt da eigentlich so gar nicht. Okay, los, gehen wir weiter. Also ich hätte es jetzt dann. Servus, hast du einen Schnupftabak für mich? Ja, freilich. Ist nicht der Ernst, oder? Du Rudi, mit deinem ständigen Zeitdruck und tralala und hier und da, der gehst mir mittlerweile ziemlich auf die Nerven. Oh, jetzt ist das Licht da gegangen. Ja, aber jetzt für sowas, Gott sei, wir müssen mal die zwei Typen suchen. Ein so ein Unsympath. Ach, geleckt, dafür wäre nicht schlecht heute.
weißt eigentlich, dass Fische unter Wasser bis zu 10 Meter weit sehen können. Psst, jetzt sei mir stark. Was war das? Ich weiß es doch auch nicht. Scheiße! Zerfix der Schlüppern an Kasten Bier! Dazu, wir haben Kreuz Bier. Christi. Naja, besser ist Verwandtschaft. Hallo, das ist Streif 1. Können Sie mich hören? Seien Sie nur da. Hallo, sagen Sie mal.